Oh, die Musik passt super hier. Fröhliche Weihnachten, sagte der kleine Fritz, bevor er auf die Fresse bekam. Der Schulhof war ein gnadenloser Ort und für jemanden wie Fritz, der so ganz dünne Ärmchen hatte und sich überhaupt nicht wehren konnte, war er natürlich auf dem Schulhof freiwillig von den größeren Jungs, die ihn regelmäßig verprügelten, ihn in die Mülltonne steckten, seine Haare in Brand setzten oder auch mal seine Familie messerten. Ja, so war das an der Schule und der kleine Fritz vermisste die Zeit ein bisschen, denn damals bekam er wenigstens noch Aufmerksamkeit von den anderen. Ja, und du saß er also ganz allein in seiner Hütte und machte sich selbst ein Geschenk. Fröhliche Weihnachten, sagte er und haute sich selbst in die Fresse. Einfach nur den alten Zeiten wegen, weil der Fritz die Aufmerksamkeit vermisste. Jetzt fragte er sich natürlich, was ihm Geschenke erinnern sein könnte, denn er wusste nicht, was er sich selbst schenken sollte, also war die Schachtel natürlich leer. Aber nein, es war keine leere Schachtel, es war ein Hort für Hoffnungen und Träume. Und so öffnete der Fritz die Schachtel, schloss die Augen und stellte sich vor, es wäre gar ein Scharnitzel herinnen, ein Zauberschnitzel, welches ihn in zauberhafte, verwunschene Welten führte, wo ganz viele Schneeflöckelein vom Himmel fielen und die Menschen Freunde waren und sich gegenseitig in die Fresse hauten. Denn anders kannte es der Fritz nicht. Oh, die Musik ist vorbei. Schade. Das war ja ein schönes Weihnachtsmärchen. Oh, da bin ich direkt in Weihnachtsstimmung, wenn ich sowas höre.